Ja, dann legen wir mal los und ich glaube, es geht los mit einem Trailer. You're free today. You're free today. All the winds will carry you a good way. You're free today. And all your good will be shown. You're free today. You're free today. You don't sign any contract that you don't agree to. Das war sozusagen die Kurzfassung Floating Earth von Luke Jerram. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist der Blick, es geht um den Blick, den zum ersten Mal die Astronauten von Apollo 8 in den 80er Jahren, glaube ich, war es früher noch? Nee, 70er, früher, 60er Jahre, ja. Auf die Erde hatten, man hatte ja bis dahin nur die Erde, den Mond gesehen von der Erde aus. Und jetzt war es plötzlich umgedreht. Also man könnte sozusagen aus dem Weltraum plötzlich auf die Erde schauen als einem Planeten, einem Stern, einer entfernten Kugel. Ja? Und ausgehend von diesem Blick, der die Perspektive auf die Erde einfach vollständig geändert hat. Ja? Das ist also wie vielleicht nur vergleichbar mit der Erkenntnis, dass die Erde überhaupt eine Kugel ist und keine Scheibe. Das hat sozusagen den Blick völlig geändert und das Bewusstsein für das, was die Erde, so wie wir so frei im Raum schweben, wie eben auch der Mond oder andere Planeten. Also das war zum ersten Mal wirklich erfahrbar, glaube ich. Und diesen Blick versucht Luke Jerram sozusagen in eine Installation zu fassen, indem er ein NASA-Bild, was eben aus dem Weltraum von der Erde aufgenommen wird, auf einen 10 mal 10 Meter großen Ballon drauf setzt, ja. Und dieser Ballon wird im Maschteich schwimmen. Das hat natürlich eine lange Geschichte. Also als damals Beate Schüler das vorgeschlagen hat, habe ich von Anfang an gedacht, das ist super spannend, weil es uns die Möglichkeit gibt, etwas Großes, wirklich eine große Geste in die Stadt zu bringen. Denn das war klar, dass diesen Ballon können wir nicht in die Kraft von den Herrenhäuser Garten reinsetzen. Und da am Anfang haben wir gedacht, wir gehen auf den Maschsee. Aber auf dem Maschsee gibt es immer die Regatten im Mai und so, das wäre da drüben gewesen, das ging nicht. Und dann hat der Künstler selber gesagt, er wünscht sich den Maschteich. Und das finden wir besonders toll, weil der Maschteich, um den kann man ja rumlaufen. Das heißt, man kann das von allen Seiten betrachten. Diese Kugel wird also dort im Maschteich, mitten im Maschteich schwimmen und sie wird erleuchtet sein, sodass sie eben nachts besonders gut zu sehen ist. Und ich bin ganz sicher, das wird eine große, große Attraktion für die ganze Stadt Hannover werden. Gleichzeitig aber auch zum Nachdenken anregen, wie soll das weitergehen mit unserem Planeten, dem einzigen, den wir haben, auf dem wir leben. Und ich denke, da verbindet sich Kunst mit einem, ja, politischen Impetus, einer Aufforderung, darüber nachzudenken, auf eine besonders schöne Weise. Und deswegen hat mir das sehr gefallen, aber vor allen Dingen gefällt mir auch die große Geste von diesem Projekt, dass wir sozusagen mitten in die Stadt gehen, was ich immer mir gewünscht habe. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass das gelungen ist. Danke auch allen zuständigen Stellen in der Stadt, die natürlich das erst genehmigen mussten. Und ich sage jetzt schon gleich am Anfang, dass es auch tatsächlich gelungen ist, obwohl es erst nicht so aussah, eine Menge Institutionen in der Stadt dazu zu bewegen, uns ein bisschen finanziell zu helfen, damit das überhaupt stattfinden kann. Dort werden wir auch die Eröffnung machen, hier draußen auf der Terrasse werden wir die Eröffnung machen, der Kunstfestspiele ein bisschen später am Abend, damit man dann auch das
die beleuchtete Erdkugel sehen kann. Und dann gibt es ein Begleitprogramm. Und erst gibt es einen Trailer. Oh. Es gibt ein Kontextprogramm dazu, mit dem wir versuchen, uns mit verschiedenen Hannoveraner Institutionen zu vernetzen und das lokal zu verorten. Neben der Eröffnung gibt es eine Diskussion mit der HAZ, mit dem Titel von außen gesehen, mit der Frage, wie kann man eigentlich mit Impulsen zum Klimaschutz in die Gesellschaft nicht spaltend, sondern vielleicht motivierend hineingehen. Es gibt einen Abend mit Konzerten rund um den Maschteich in Zusammenarbeit mit dem Musikzentrum und dem Center for World Music. Und praktisch kurz vorher erreichte mich noch hier eine Mail von Morena mit der Ankündigung, wer denn alles hier auftreten wird. Wir sehen, wir sind immer noch dran, Programm zu machen. Und ich habe Edgar Wendt, Min Chen, Anna und Svetlana Sonik, Aftet Nofal und Hesam Azadi. Und schon den Namen deuten darauf hin, dass es, glaube ich, eine ganz große Breite, vor allem an Instrumenten aus verschiedenen Gegenden der Welt sein wird, um die Weltkugel herum. Und zu guter Letzt einen Literaturabend, Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Lyrik und Natur mit Marion Poschmann und dann sehr performativ mit Ulrike Almuth-Sandig. Und dazu noch in der Eingangshalle einen Film über diesen Overview-Effekt aus dem Weltall, von dem Ingo eben schon erzählt hat, der auch das, sozusagen ein Dokumentarfilm dazu, der das zeigt, was eigentlich die Inspiration des ganzen Kunstwerks war. Und dann noch nebenher versuchen wir das Ganze noch mit Webcam nach Herrenhausen zu übertragen und die beiden Orte zu verbinden, sodass wir eigentlich auch, wenn sie da draußen sind, auch das hier permanent sehen können. Vielleicht noch zu sagen, dass bei der Festivaleröffnung noch Emeka Okbo, der noch eine Rolle spielen wird, musikalisch etwas beisteuern wird, um diese Eröffnung ganz rund zu machen. Dann kommen wir, und es versteht sich natürlich von selbst, dass diese Installation während der gesamten Dauer der Kunstfestspiele zu sehen ist, also bis zum letzten Tag, bis zum 2. Juni. Dann gehen wir ins Schauspielhaus und werden dort eine Rhapsody in Yellow zeigen, eine Ping-Pong-Piano-Battle. Das ist irgendwie ein klassisches Beispiel, weil wir ja immer sagen, wir denken von der Musik aus. Es geht um die Beziehung zwischen China und Amerika, die ja damals im historischen Besuch von Nixon in China begonnen hat und ja bis heute eine sehr spannungsreiche Beziehung ist zwischen beiden Ländern. Und da hat sich auch im Zusammenhang mit diesem ersten Besuch hat sich auch sozusagen eine musikalische, ich weiß nicht, Rivalität entwickelt zwischen dem, was der Nixon mitbrachte, nämlich zum Beispiel die Rhapsody in Blue von Gershwin und einem chinesischen Komponisten Chen Song, der ein Yellow River Piano Concerto geschrieben hat. Und sie werden, also das ist, sie werden sozusagen historische Bilder, Ming Wong ist der Regisseur, historische Bilder in einem Film sehen von diesem Besuch und anderen Dingen. Und unter dieser Leinwand werden zwei Pianisten sich gegenüber sitzen, die wie bei einem Tischtennisspiel, was ja ein in China ausgesprochen populäres Spiel ist, sich gegenseitig battlen. Ja, genau. Auch dazu gibt es ein Video. The world watches, the world listens, the world waits to see what we will do.
Dann kommen wir zu MEK Ockebo im Arne-Jacobsen-Foyer. Wir haben diesmal darauf verzichtet, eine Lichtinstallation zu machen, sondern eine, ja, wir haben MEK Ockebo, ist ein nigerianischer Künstler, der auch ein Soundkünstler, Sound und ein Food Artist ist er auch, sozusagen aus dem Arne-Jacobsen-Foyer etwas zu machen, was er schon mal in Berlin gemacht hat, auf seine Art im Gropiusbau, ein Gathering Place, also ein Platz, an dem sich alle versammeln können, was aus seiner Igbo, stammt aus dem Stamm der Igbo, was dort ganz normal ist, dass man sich zusammentrifft, auf einem Dorfplatz zusammen isst, zusammen Musik macht, zusammen sitzt. Und dazu wird es auch handgewebte Akwe-Tee-Stoffe geben, die wir extra anfertigen lassen. Und das Arne-Jacobsen-Foyer, diese sehr futuristische Bauwelt sozusagen, verwandelt in einen afrikanischen Dorfplatz. Also das ist so ein bisschen die Idee. Es wird auch Texte geben draußen, aufgeklebte Texte auf dem Glas. Und ich bin sehr gespannt, wie diese neue Art mit dem Arne-Jacobsen-Foyer umzugehen, wie das sein wird. Ja, dann gibt es beim Programmieren interessante Momente, wenn Künstler, die einander nicht kennen und die ganz unterschiedliche Herkünfte haben, mit sehr ähnlichen Mitteln arbeiten. Wir kommen zu Lia Rodrigues und der Companhia de Danzas aus Brasilien, aus Rio de Janeiro, die auch mit traditionellen Stoffen arbeitet und auch mit Gesängen eines indigenen Volkes, in diesem Fall vom Amazonas. Lia Rodrigues ist so sicher eine der zwei, drei wichtigsten brasilianischen Choreografinnen, die begonnen ist mit ihrer Kompanie in den Favelas von Rio de Janeiro, die sehr aktiv ist im Kampf um den Erhalt des Amazonas, die ein unglaublich sinnliches Theater macht. Ich erinnere mich an eins, wo der ganze Raum, wo Bühne und Performer beisammen waren, mit Kakao bestreut war und etwas später im Stockholm mit Kurkuma bestreut war. Also ein Theater, was man auch riechen kann damals. Und hier ist es eine Vorstellung, die eben mit Stoffen arbeitet, die Bühne sind, die Kostüme sind, die Kopfschmuck sind und die Musik ist ein großes Crescendo einer indigenen Musik, fast eine Stunde lang. Und das Ganze ist eigentlich ein Ausbund an Lebensfreude, eine unglaubliche Demonstration vom Wert von Diversität. Also eines der positivsten Stücke, die ich seit langem gesehen habe. Das macht einen eigentlich auch so glücklich dann, weil das, glaube ich, ist was besonders Schweres, so etwas herzustellen. Und da sehen wir auch einen kleinen Ausschnitt. Auch aus Afrika kommt Abel Selaoutsue, das aus Südafrika genauer gesagt ist ein Cellist. Ich bin ja der Sohn eines Cellisten, deswegen hat mich das sofort angesprochen. Der hat einfach eine ganz tolle Geschichte, nämlich als stammt aus sehr armen Verhältnissen, ist dann mit Musik in Berührung gekommen, aber hatte zu Hause kein Instrument und hat erstmal auf dem Besenstiel, das muss man sich mal vorstellen, also ohne Klang, auf dem Besenstiel Griffe geübt, weil er wollte unbedingt Cello spielen und dann hat jemand ihm irgendwann ein Cello gegeben, weil auch sein Talent und sein Interesse daran so überdeutlich war. Und das ist ein richtig guter, ausgebildeter Cellist, der aber eben aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Er spielt liebend gerne Bach, die Suiten von Bach, die ja sozusagen sozusagen die Bibel aller Cellisten ist und Cellistinnen, und nennt ihn Papa Bach, was ich irgendwie ganz toll finde. Also Papa Bach war für ihn immer wichtig, aber das andere ist eben auch wichtig, dass das Cello sozusagen eine Art Begleitinstrument ist für seinen Gesang, also wo er aus seinen afrikanischen Traditionen herkommt, und das mischt er alles in eine besondere Art von Cello-Abend, ja, Cello-Performance. Und wir sind sehr glücklich, dass er kommt und Sie können sich jetzt sozusagen selbst ein Ohr und ein Bild machen. Sambil kuih
ngawe wela mama sandi kukhumbule iyo ela mama yawo ngize khaya Dann kommen wir zum Kunstfestspieltag, den wir jetzt schon seit einigen Jahren durchführen. Ein besonderer Tag, diesmal am Pfingstmontag, gleich am Anfang des Festivals, am ersten Wochenende, der sich vor allen Dingen an Familien richtet, an ein breiteres, noch ein breiteres Publikum. Es ist sozusagen ein Festival im Festival, weil wir alle unsere Venues, alle unsere Stätten bespielen an diesem Tag, zum Teil auch draußen. Ich fand das immer sehr wichtig, dass wir das machen, und ich bin sehr froh, dass wir das beibehalten. Wir fangen schon morgens an mit einem Kinderfamilienstück aus Holland von Theater Artemis und dem Regisseur Jetze Bartelan. Das trägt einen schönen Titel, Die große Ich-hab-hier-keine-Lust-drauf-Show. Und Jetze Bartelan ist, sag mal, der Anarchist unter den Theatermachern und der mit dem großen absurden Humor. Und ich mag wahnsinnig, dass es nicht didaktisch ist, sondern dass es tatsächlich eigentlich Spaß machen soll. Und dass es aber auch, glaube ich, ganz viel mit Lebenswelt von Kindern zu tun hat. Und in dem Fall mit dem Moment, wo man ertappt wird bei etwas. Da guckt mir doch jemand zu gerade. Ich will doch gar nicht gesehen werden, oder vielleicht mache ich doch eben eine Show. Wenn schon da Leute da sind. Ne? Wie wenn ich jetzt bemerken werde, sie sind ja da. Also bei solchen Situationen funktioniert das ganze Stück eigentlich. Und Jetze Bartelan hat auch mal einen Silbernen Löwen bei der Biennale in Venedig gewonnen vor vielen Jahren, so als wirklich herausragender europäischer Kinder- und Jugendtheatermacher. Und wir sehen auch hier einen kleinen, ja nicht einen Ausschnitt aus dem Stück, sondern so einen Teaser. Musiker, den Sie da sehen, das ist Het Grote Show Orkest von Theater Artemis. Diesen Herrn gibt es nämlich in sechsfacher Ausführung auf der Bühne dann zu sehen. Und das zweite Stück für junges Publikum, für Kinder, ist dann von der Choreografin Colette Sedler. Das heißt Strange Garden. Wir beziehen uns auch immer doch gerne wieder auf die Herrenhäuser Gärten. Und hier wird ein ganz anderer Garten entworfen, nämlich aus sehr seltsamen Lebewesen, die weder Pflanze noch Tier noch Mensch sind, auf die man vielleicht trotzdem sehr neugierig sein kann und keine Angst haben muss. Das, glaube ich, ist, glaube ich, so ein Grundimpuls, doch erstmal nicht Angst zu haben vor dem Unbekannten, sondern erstmal mit Neugierde denen zu begegnen und sich auf das genau einzulassen. Und es ist ein sehr schönes choreografisches Bildertheater, was Colette Sedler entworfen hat. Das große Konzert ist dann am Kunstfestspieltag von Mariana Sadowska, eine ukrainische Sängerin, die man schon auch mal mit Björk
verglichen hat. Aber besonders wichtig scheint mir zu sein, dass sie tatsächlich uns auf eine Reise in die Ukraine mitnimmt. Sie hat das tatsächlich oder macht das ständig, dass sie in entfernteste Dörfer reist in der Ukraine, um alte Lieder, Hochzeitslieder, Rituale wieder am Leben zu erhalten, zu sammeln. Ja? Das ist ja auch ganz wichtig für die kulturelle Identität des Landes. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es gelungen ist, sie uns einzuladen. Da gibt es auch ein Video. Oh, vera già la matese. Я йо крем, йо дорогу. Ай, молодо не весткой, я ви поле брати Вона виряджала, хай щиро й приказала. Хай не вибереш льону, то є не єди додому. Away to never come back. Go, go. Ja. Dann eine ganz besondere Choreografie zu einer Musik, wo als Rainer mir das vorgestellt hat, habe ich erst gesagt, ne, das machen wir nicht. Weil es handelt sich um die F-Moll-Fantasie für vier Klavier zu vier Hände. Das ist so eine heilige Kuh. Ja. Das ist eines der schönsten Stücke, die es überhaupt gibt, die man am Klavier zu zweit vor allen Dingen spielen kann. Dann habe ich mir das aber angeguckt und die Street Dance, ne, hast du gesagt? Hip-Hop Street Dance, also was die dazu machen und auch die Art, Sie sehen schon da die Art der Schuhe. Das ist so weit weg und trotzdem verbindet es sich, dass es mich dann überzeugt hat. Und das finde ich irgendwie so schön, ja, dass man, es ist irgendwie für mich so ein klassisches, ein Beispiel schlechthin für die Art, wie wir programmieren, dass sich da so scheinbar weit entfernte Welten plötzlich verbinden in so einer Aufführung. Schauen Sie mal rein. Das ist auf der Wiese hinter der Aussichtsterrasse, hoffentlich bei gutem Wetter. Genau, und Marco da Silva Ferreira ist schon im Moment, finde ich, einer der interessantesten Choreografen Europas, aus Portugal stammend. Das ist aber eine Choreografie, die er für das CCN in Caen in Frankreich gemacht hat. Dann kommen wir ganz kurz einen Ausflug zu Feinkost Lampe. Wir kommen dann später dazu, aber um den Kunstfestspieltag zu vervollständigen, der türkische Musiker Ali Doyan Gönültaş. Eines von vier Feinkost-Lampe-Konzerten. Er kommt aus Anatolien, aus einer multiethnischen
Region und singt in vielen Sprachen, nämlich mehrere kurdischen Sprachen, sowie auf Sasaki, Türkisch und Armenisch. Also hier, glaube ich, ein ganz großer kulturelle Gegensätze, Unterschiede miteinander verbindend. Ja, dann kommen wir zu einem absoluten Höhepunkt des Programms, das Konzert des Kronos Quartetts in Zusammenarbeit mit der Kammermusikgemeinde. Kronos, der Vater des Zeus, die Zeit, was auch immer. Das Kronos Quartett gibt es jetzt 50 Jahre, das ist eine gewaltige Zeit, ein halbes Jahrhundert. Und ich, der ich sozusagen aus einem Haushalt komme, also musikalisch im Haushalt, wo es gang und gäbe war, dass abends Streichquartett gespielt wurde, so aus der gutbürgerlichen Tradition, dieses Formats, die haben das vor 50 Jahren einfach gesprengt. Ja? Das Kronos Quartett hat nur noch moderne Musik gespielt, Werke in Auftrag gegeben, ist an das ganze Konstrukt sozusagen, an die Aufstellung von vier Streichinstrumenten, die zusammenspielen, vollkommen anders rangegangen. Sie sind auch Vorbild für viele weitere Quartette, die seitdem entstanden sind, haben eine unglaubliche Leistung 50 Jahre lang mit leichten Wechseln, aber durchlaufen. Und es ist quasi eine Legende. Das ist so, wie wenn die Rolling Stones wiederkommen. Also anders kann man das nicht vergleichen. Und sie kommen auch nach Hannover, was mich sehr freut, auf ihrer großen Jubiläumstournee und spielen alle möglichen Sachen, ganz frisch beauftragte Kompositionen, aber eben auch Terry Riley und Steve Reich, die großen Klassiker. Auch hierzu ein kleines Video. Of euphoria in the concert just is incredible. Some of the greatest joy that I have playing in the quartet is when I have a rest and I get to hear their sound. Their sound is so haunting that I just like being part of that. I'm committed to trying to make music that can wrap its arms around us. I grew up with the Kronos Quartet. In my fantasy world, I've been in the Kronos Quartet for 30 years. Is that creepy? Jetzt kommen wir zu der Gruppe Berlin. Berlin ist ja eigentlich eine flämische Gruppe aus Antwerpen und die haben ein Projekt gemacht, das heißt The Making of Berlin. Und als ich davon gehört habe, hat mich das sofort interessiert, das ist bei mir manchmal so, weil ich vor Jahren eine Geschichte gelesen habe, einen wie immer relativ kurzen Text von Alexander Kluge in einem seiner vielen Bücher, wo er davon berichtet, dass in den letzten Kriegstagen, April 1945, in Berlin man versucht hat, den Trauermarsch Siegfrieds Trauermarsch aus der Götterdämmerung aufzunehmen, um sozusagen die Situation musikalisch abzubilden, die katastrophische, den Untergang, der damals stattfand. Und natürlich war es unmöglich, ein Orchester an einen bestimmten Ort zu bringen, in der Größe, wenn überhaupt noch welche Musiker, Musikerinnen da waren.
Und deswegen hat man sich dann entschieden, die Musiker aufzuteilen in verschiedene Bunker. Und über Telefonverbindungen, das berichtet Alexander Kluge, und über verschiedene Telefonverbindungen irgendwie da eine Kommunikation herzustellen, um gemeinsam dann dieses Stück zu spielen. Also, und ich habe das gelesen und war natürlich total fasziniert und von dem Wahnsinn dieser Idee, ja, und auch von der, für mich damals schon dachte ich, das ist ja technisch undurchführbar, aber Alexander Kluge schreibt Dinge, die kann man glauben oder nicht glauben. Ja, und dieser, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob die Gruppe was von diesem Text weiß, von Alexander Kluge. Jedenfalls, The Making of Berlin handelt davon, dass sie den Orchesterwart treffen, oder der sich meldet, weiß ich, der damals dabei war und der die Pulte verteilt hat und die Noten und die Instrumente in die verschiedenen Bunker. Und dann, was passiert dann? Verraten wir das? Nein. Sie gewinnen das Orchester von Opera Ballett Flandern, also eines der wichtigsten belgischen Orchester. Sie gewinnen Radio Clara dafür, eine wichtige Radiostation. Sie gewinnen Martin Wuttke dafür, der hier auch auftaucht in einem Film. Es ist ganz viel Film da drin. Und irgendwann kommen Zweifel. Ob das überhaupt so stattgefunden hat. Und um diese Zweifel und was ist Fiktion, was ist Realität, was ist Fakt, und da sind wir bei einem ganz aktuellen Thema plötzlich wieder, geht es eigentlich in dem ganzen Ding. Ein Making-of sozusagen. Zeigen wir den Trailer? Ja. Du erzähltest von dem allerletzten Schritt, den ihr gehen wollt. Dass ihr die Götterdämmerung spielen werdet. Das Ende als Ende. Und dass du dich von Bunker zu Bunker bewegen wirst, um dir den letzten Traum zu erfüllen. Ja, dus het einde is echt het orkest verdeeld over die bunkers. Dat Wagner speelt en dat wordt live uitgezonden op radio, dat is het einde van de voorstelling. Hebben eigenlijk Friedrich gecheckt? Hebben wij ooit gecheckt bij de Philharmoniker of hem daar al gewerkt heeft? Ik weet ook niet of dat zin heeft om met het project door te gaan. Of, met wie zijn we nu aan het werken? Heet hij een Friedrich Moord? Hoe ver moet hij een docu opschuiven voordat jij denkt van oké, nu is het fixen. Kunnen we die camera uitmaken? Als de mensen dan na de voorstelling vragen komen stellen over Friedrich, dan moet ik blijven liegen. Of moeten we blijven liegen? Vielleicht wird das Rätsel gelöst. Wir bleiben aber erstmal leider in den Kriegszonen und kommen zu Marta Gornicka, eine polnische Regisseurin mit dem Stück Mother's A Song for Wartime. Marta Gornicka ist bekannt seit ungefähr 15 Jahren für ein Sprechchortheater, ein choreografierter großer Chor, fing an mit ihrem Chor Kobiet, ein Frauenchor, erweiterte sich dann auch zu Männern, Kinder auch dabei. Und jetzt hat sie aber wieder ein Frauenensemble, das zusammengestellt ist aus Geflüchteten aus der Ukraine, aus Belarus und Gastgeberinnen aus Polen. Und der ganze Abend beschäftigt sich mit der Rolle von Frauen, auch als Opfer und Vergewaltigung als Kriegsstrategien in der Ukraine oder in allen Kriegen. Beschäftigt sich mit Traumatisierung, auf der anderen Seite aber auch mit einer Hoffnung und einer Utopie und einem neuen Leben, einem neuen Tag, einem neuen Frühling. Das heißt, schwankt hin und her, macht einen ganz großen Raum auf eigentlich. Und sie bezieht sich dabei auch auf alte ukrainische Volks- und Kinderliedtraditionen, die Jedrikas, ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Und natürlich ist das gespeist von antiken Chören, vom Brechtschen Chor, der distanziert, der kommentiert und so weiter. Sie hat ein ganz großes theaterhistorisches und musikhistorisches Wissen. Ich finde das einen unglaublich wichtigen Abend. Ich war bei der Premiere in Warschau dabei, wo einem das unglaublich nahe ging, weil man merkt, auch dort ist der Krieg noch mal näher als hier bei uns. Und sie, glaube ich, geht nicht in die Falle, dass es nur betroffen ist oder nur zur Propaganda wird, sondern dass sie es tatsächlich schafft, ihre Form, die sie über viele, viele Jahre entwickelt hat, hier auch beizubehalten. Und wir sehen einen ganz kleinen Ausschnitt daraus. Dobry wieczór, dobry ludziom na i zdrowie, zdrowie, szczodry wieczór, dobry ludziom na i zdrowie.
Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ganz mal kleinen, aber auch sehr scharfen Zweikampf zwischen François Chéniaud und Aymeric Henault. François Chéniaud war vor 2 Jahren bei uns mit einem Hildegard von Bingen Abend. Das ist eine aus einer Reihe von Stücken, in denen er sich mit alter Musik auseinandergesetzt hat. Und er hat jetzt einen großen Turn gemacht und sich mit Aymeric Henault zusammengetan, ein Beatboxer. Chéniaud ist von Frankreich so ein bisschen ein Star als Performer und Sänger und Tänzer. Und Aymeric Henault in seiner Szene wiederum, da treffen sich auch 2 sehr unterschiedliche Szenen. Und wenn wir vorher bei Ming Wong eine Piano-Battle hatten, haben wir hier eigentlich vielleicht eine Rhythm-Battle, die die beiden miteinander austragen. Irgendwie 2 Vagabunden, die sich auf einer Straßenkreuzung treffen und einen musikalischen Zweikampf austragen hier mit dem Publikum ganz nah dran, rundherum. Und auch da sehen wir einen kleinen Ausschnitt. Ist eine Co-Produktion. Bernstein-Messe ist ja bereits angekündigt. Ich möchte hier nochmal sagen, dass es im Titel heißt A Theater Piece for Singers, Players and Dancers. Wir werden aber eine konzertante Version davon bringen. Das hätte unsere Möglichkeiten überfordert, das auch noch zu inszenieren zu lassen. Es ist aber in Gänze, musikalisch auch in Gänze, noch nie in Hannover gewesen. Das war für mich auch ein Grund, darüber nachzudenken und mich zu entscheiden, dass dieses Stück in Hannover aufzuführen. Ich kenne es gut, ich habe es schon mal gemacht. Es ist eine wirklich großartige musikalische Erfahrung, weil Bernstein es schafft, sozusagen alle Stilrichtungen des 20. Jahrhunderts in der Musik irgendwie in dieser Messe zu verpacken. Es ist also richtig moderne Musik, so klassisch moderne Musik, Jazz, Pop, Rock, alles kommt vor, Blues. Es gibt auch eine Bluesband im Orchester, es gibt eine Rockband im Orchester, es gibt einen Street-Chorus, es gibt die Gemeinde, den normalen Chorus, der sozusagen den lateinischen Text singt. Und das Ganze wird natürlich zusammengehalten vom Preacher, vom Priester und von der Form der Messe, die am Schluss aber kurz ins Wanken gerät, weil der Priester während des Gottesdienst plötzlich an zu zweifeln fängt, also an seinem eigenen Glauben zweifelt. Und ich finde es auch also von dem her wirklich ein bemerkenswert zeitlos modernes Stück, dass Bernstein das sozusagen musikalisch ausdrückt. Wir hören jetzt gleich einen kurzen Ausschnitt von einer Stelle, die ja in jeder Messe vorkommt, nämlich das Dona Nobis Pacem, gib uns Frieden. Und das klingt bei Bernstein einfach mal wieder ganz anders. Oh,
just say, give us peace now and peace to hold on to, and God give us some reason to want to. Don't have no peace, don't have no peace. You worked 6 days and rested on Sunday. Es geht noch 2 Minuten so weiter, das erspare ich Ihnen jetzt, immer mit derselben Musik, es wird immer wilder. Und am Schluss steht in der Partitur, alle Instrumentalisten und alle Sänger sollen wild improvisieren über diesen sich wiederholenden Dona Nobis, Nobis Pace. Ja, das wird total crazy. Also das ist einer der wahnsinnigsten Momente in diesem Stück. Danach kommt dann die Krise des Priesters und wie gesagt. Aber es hört dann ganz a cappella auf, irgendwie mit dem Chor. Die Gemeinde singt dann ein versöhnliches Amen am Schluss. Also es ist eine, ich sage es Ihnen, es ist eine unglaubliche Erfahrung, dieses Stück Not to be missed. Not to be missed. Jetzt gibt es einen ganz radikalen Wechsel zu Common Ground Company, die sie benannt haben nach ihrem ersten Stück Common Ground. Das sind Zirkusartisten, die verschiedene Disziplinen gelernt haben und da jetzt untersuchen, was ist eigentlich ihr Common Ground, wie passt das alles zusammen, und das ist natürlich auch als eine gesellschaftliche Metapher gemeint, was ist denn unser Common Ground da drin. Und wir zeigen das im Ehrenhof in Herrenhausen draußen und ich finde es ein ziemlich spektakuläres Teil und wir wollten eben auch nicht nur am Kunstfestspieletag Familienprogramm haben, sondern auch an allen Wochenenden. Und hier haben wir auch einen ganz kleinen Ausschnitt. Dann kommen wir zu einer wirklich Hannoveraner Veranstaltung, ein Konzert im Andenken an Anton Plate. Anton Plate, Hannoveraner Komponist, ein lebenslanger Freund von mir, der im vergangenen September gestorben ist. Im vergangenen Jahr, im Januar, habe ich noch seine große Symphonie Liberation im NDR uraufgeführt. Er war für mich ein wahnsinnig wichtiger Mensch, einer der erste Komponist, lebende Komponist, dem ich überhaupt begegnet bin. Er war auch Dirigent des Jugendsinfonieorchesters. Ich glaube immer noch, dass ich davon profitiere, wie er das gemacht hat in meiner eigenen Arbeit. Und er hat mir auch so das erste Mal ein Stück moderner Musik auf seinem Plattenspieler vorgespielt. Unvergesslich. Und ich finde auch, er war ein sehr eigenwilliger, eigensinniger, aber ein wirklich sehr guter Komponist, der genau wusste, was er tut. Und das kann man nicht von allen KomponistInnen sagen. Aus meiner Erfahrung. Auf jeden Fall, ich wusste, dass er 2 Stücke geschrieben hat für 2 Klaviere. Und dann habe ich Götz Schumacher und Andreas Grau angerufen, weil die schon mal bei uns gespielt haben und weil ich die ganz gut kenne. Und habe gesagt, bitte könnt ihr diese beiden Stücke spielen und noch ein bisschen was dazu. Die beiden Stücke heißen Greasy Luck. Greasy Luck ist ein Walfängergruß. Anton Plate war ein großer Fan von Herman Melville, insbesondere von Moby Dick, und ist auch selber in Nantucket gewesen und da, wo die damals aufgebrochen sind. Greasy Luck haben die sich gewünscht, bevor sie mit dem Schiff rausgefahren sind. Das andere Stück heißt Rose for Emily, ist auch für 2 Klaviere. Und das werden die beiden spielen. Und dazu werden sie eben diese F-Moll-Fantasie von Schubert ohne Tanz auch spielen. Und einen Marsch in S-Moll.
Und dazu noch Musik von Ravel, die auch Anton Plate sehr geschätzt hat. Ich bin den beiden sehr dankbar, dass sie das machen und es wird für mich ein sehr bewegender Abend sein. Ja, ein wieder radikaler Wechsel zu Spafrika von Julian Hetzel und Ntando Cele. Julian Hetzel ist ein deutscher Regisseur und Musiker, dessen Company in Utrecht in Holland angesiedelt ist. Und Ntando Cele stammt aus Südafrika, lebt in Bern in der Schweiz. Die beiden haben sich vor Jahren im Studium in Amsterdam kennengelernt. Und Julian beschäftigt sich seit langem mit Fragen von einerseits Entwicklungshilfe, andererseits postkolonialen Fragen und Ntando Cele eben auch damit, aber aus einer ganz anderen Perspektive aufgrund ihrer Herkunft. Und ich glaube, das ist, also die lassen eigentlich die Widersprüche alter Debatten um Diversität und Postkolonialismus, Dekolonisierung aufeinander krachen. Sie machen sich ganz unbequem, sie setzen sich selbst wahnsinnig aufs Spiel mit ihren Herkünften, wo sie herkommen, was sie mitbringen und was bringt der oder die andere mit. Für mich ist das sozusagen eigentlich ein gutes politisches Theater par excellence, weil es uns nicht sagt, was wir denken sollen, sondern weil es uns eigentlich schwer macht, herauszufinden, was wir denken sollen. Ich finde es ein hochfaszinierendes Stück und Ntando Cele ist eine grandiose Performerin und Rapperin. Julian Hetzel war schon mal hier bei Theaterform vor ganz vielen Jahren mit Schuldfabrik seinerzeit. Ich weiß, er ahnt, ist noch nachhaltig traumatisiert davon. Wir haben schon mal geredet darüber. Sie müssen unbedingt wiederkommen. Und ich habe auch einen kleinen Ausschnitt. Ganz kurz hinzugefügt, Empathy and Extractivismus, also Schürfen, und ist ein Geschäftsmodell. Der erste Empathy-Drink wird von Afrika nach Europa exportiert, damit wir unserem Mitleid kaufkräftig Ausdruck verleihen dürfen und dafür weinen wir unsere Tränen, die wir über Afrika abregen lassen können, damit es da wieder schön grün wird. Also so ein Geschäftsmodell wird hier vorgestellt, also wir sehen auf so einer Metaebene, bewegen wir uns hier. Dann kommen wir weiter zu Alice of Asara, The Answer is Land. Alice of Asara stammt von der Ethnie der Sami, also ganz oben, ich glaube die einzige indigene Ethnie in Europa noch, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland. Und das Zentrum dieses Stückes sind Joik-Gesänge, das sind mehrstimmige Volkslieder und daraus entwickelt die Company eine Choreografie. Und hier spielen dann auch wieder Stoffe eine Rolle, die wir hier auch schon sehen, also wie bei Emeka Okobo und Lia Rodriguez auch, also Dinge, die Heimat bedeuten, glaube ich auch. Die Musik und auch das, wo man sich warm einhüllen kann. Und auch hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt. Tim Etchells und Force Entertainment waren ja schon öfter bei uns. Diesmal schicken sie uns Tyrone Higgins, ein Schauspieler, ein sehr beeindruckender Schauspieler, der einen Monolog hält über die Frage, in der Zeit zu reisen, to move in time. Sowohl in die Zukunft
als auch in die Vergangenheit. Und da stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, wenn man jetzt in die Vergangenheit reisen kann, kann man Dinge anders machen, damit sie sich dann anders entwickeln, beziehungsweise wenn man in die Zukunft reist, kann man, wenn man weiß, was in Zukunft passiert, Dinge verhindern, dass sie nicht passieren sollen. Auch ein sehr, und am Anfang geht es nur um, sage ich mal, kurze Zeitabschnitte, die man reist, und die werden dann in der Vorstellung dieses Schauspielers immer größer und die Entscheidungen werden immer bedeutender und existenzieller, über die er nachdenken muss. Auch hier ein kurzer Ausschnitt. If I could travel in time, 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 I'd say, I'd say, good evening, I've come back from the future to be with you tonight. Or I would say, please sit down, please sit down. I've come from the future with a warning. Or I would say, or I would say, or I would say, this will probably sound crazy, but I'm from the future and I need your help. Ah, shit. This will probably be hard for you to understand, but please bear with me and listen carefully. It's important. It's very important. The future of humanity may rest on it. And the me in the past, or the me in the future, hearing this would get a chill to the bones feeling, or a shiver in the spine, or that feeling that people get in movies sometimes when it has been silent in a tense moment or scene for a long time, and suddenly music starts to sound. Suddenly Music Starts to Sound. Kommt mir aber so vor, dass es die einzige Veranstaltung ist, wo keine Musik erklingt. Ja. Genau, ganz viel Musik gibt es dann beim nächsten. Das heißt doch schon so, The Köln Concert von Treadle Harrell. Treadle Harrell, amerikanischer Choreograf, der in den letzten Jahren viel vom Schauspiel aus Zürich produziert wurde. Auch dieses Stück sehr beeinflusst vom Voguing, also der queeren Subkultur in New York. Und er verbindet das aber mit dem japanischen Butoh-Tanz, mit zeitgenössischem Tanz, mit vielen anderen Einflüssen. Und er hat sich eine Musik vorgenommen, die für ihn emotional persönlich wichtig ist, wie auch für viele andere. Nämlich das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Ich glaube, es war auch die erste Jazzplatte, die ich so wirklich bewusst gehört habe. Und verbindet das dann aber wieder mit Joni Mitchell, der kanadischen Singer-Songwriterin. Und mir geht es bei Treadle Harrell immer so, es ist eine unglaublich warme Atmosphäre, man fühlt sich unglaublich gut und eingehüllt und geborgen darin. Und gleichzeitig erzählt das auch was über die Personen auf der Bühne, denen er eigentlich eine Plattform gibt in ihrer Persönlichkeit, in ihren Eigenarten, wie sie sich darstellen. Auch hier einen kleinen Ausschnitt. Oh, I wish I had a river, I could skate away. Cutting down trees, they're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Thank you.
glaube ich, eins übersprungen. Genau, da sind wir. Motus Mori, Reliquien von Katja Heidmann. Katja Heidmann ist eine Choreografin, die auch in Tilburg beheimatet ist, kommt aus der Gegend von Hamburg eigentlich und macht seit, glaube ich, 7, 8 Jahren ein großes Projekt, Recherche, Installations, Choreografie-Projekt Motus Mori. Der Anfang war eigentlich der Tod ihres Vaters, der gestorben ist, wahrscheinlich ganz oder wohl ganz wenig hinterlassen hat. Und sie fragte sich dann, was bleibt jetzt? Erinnern wir uns an seine typischen Bewegungen? Und dann fing sie an, ein Bewegungsarchiv aufzubauen, aber eben nicht in Akten und auf Papier, sondern in den Körpern. Versammelte Tänzerinnen um sich, die Bewegungsinterviews machten mit Besuchern. Ich hatte auch gespendet mal. Und in dieser frühen Version konnte man sich selbst so 2 Stunden später in der Choreografie entdecken. Und nun macht sie einen neuen Schritt mit Reliquien, nämlich gibt es wieder weiter an die Besucher in den Städten, in denen sie gastiert. Man sieht ja auf dem Bild, die Zuschauer haben Kopfhörer auf, erfahren dann, wie andere sich bewegen, denken über die eigenen Bewegungen nach und langsam gerät man dann tatsächlich auch selbst in Bewegung. Das ist ein unglaublich, sag mal, warmherziger und humanistischer Ansatz, den sie hat, den ich wahnsinnig schätze, dass sich jemand so auch an einen ganz, ganz eigenen künstlerischen Weg geht. Und zum Abschluss nochmal ein Kinderstück am letzten Wochenende. Nee, Quatsch, wir haben noch eins davor. Benjamin Abel Merhache, Revue. Benjamin ist einer der... Kein Kinderstück, genau. Benjamin Abel Merhache, Revue. Benjamin ist ein junger Musiktheatermacher aus Flandern, auch Antwerpen. Wir haben so eine Antwerpener Flut dieses Jahr. Ist nämlich Mitglied der Leitung des Toneelhäuses, was 4 KünstlerInnen sind, die ihre Theaterleitung entlassen haben und das Ganze selber übernommen haben. Und er hat sofort nach dem Studium angefangen, auf großen Bühnen ein ganz eigenwilliges Musiktheater zu machen. Ich finde es eines der größten Talente, die es gibt, der seinen Weg gerade sucht, große Shows macht. Und als wir das gesehen haben, dachten wir, Galerie. Es passt da rein, es muss da rein, das Gold da drin, das passt. Und wir haben eine Laufstegsituation mit Zuschauern auf 2 Seiten. Und es ist mal die üppige Seite des Barock. Ne? Nicht so das schöne Barockkonzert, sondern eigentlich das Carpe Diem und das Memento Mori da drin. Und von der Geschichte her ist es, man guckt aus dem Jahre 40-20 zurück und was haben die eigentlich damals für eine Musik gehört, also wie und noch weiter zurück. Und was für eine Welt war das und wie stellt man sich das vor? Und da kommen wir zu einem kleinen Ausschnitt. Wahnsinnig furchtloser Künstler, finde ich. Jetzt aber das Kinderstück. Andrea Salustri, Materia. Salustri ist Akrobat, hat aber auch zeitgenössischen Tanz in Berlin studiert und er hat Philosophie studiert und das sieht man dem Stück, glaube ich, alles an. Und Materia heißt, er beschäftigt sich mit einem Material, Styropor, mit dem er jongliert, mit dem er tanzt, mit dem er Musik macht und er schafft da ein ganz großes Bildertheater. Und sein Ziel war eigentlich nicht als Akrobat im Vordergrund zu stehen, nicht ich kann diese tollen Kunststücke, sondern ich trete zurück und lasse mein Material sprechen und schaffe damit ein Kunstwerk. Es ist ein ganz eigenwilliger Weg im Zirkustheater, den er geht und das ist dann sozusagen unser letztes Kinderstück am letzten Wochenende, am letzten Sonntag 2-mal. Und auch hier noch einen kleinen Ausschnitt, bevor wir dann noch zum all dem, was da drumherum ist, kurz kommen.
Andrea Salustri besitzte Würmer, die die Reste des Styropors fressen und rückstandslos entsorgen. Ja, dazu noch, wie immer, Feinkostlampe, ist ja auch eine lange Tradition inzwischen. Ali Dujan Gonultash wurde schon erwähnt. Dazu kommt Elaha Soror, ursprünglich aus Afghanistan, mit ihrer kosmopolitischen Gruppe Kefaya. Albertine Sorges aus Berlin wird den Christopher Street Day bei uns ausklingen lassen. Und aus Gabun Pamela Badjogo, von der haben wir auch ein kleines Video. Bakaningi, mea taba wele mutolo, yoga mutende, meka kwanga wengi, mea kwakubakumba, mea taba tina mutolo, yoga mutende, aha ehi, yoga, aha ehi, yoga, aha ehi, yoga mutende, yoga. Dann gibt es wieder den Festival Campus. Vielen Dank auch an die Kolleginnen von den Theaterformen, mit denen wir das wieder zusammen machen, mit 5 Hochschulen, die beiden Festivals besuchen. Und das Ganze geleitet von Antonia Rohwetter und Philipp Schulte, mit vielen Gesprächen mit KünstlerInnen untereinander. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass die Studierenden der verschiedenen Hochschulen sich untereinander austauschen mit ihren verschiedenen Expertisen, die sie auch haben. Dann gibt es einen Volkshochschulkurs, so wird es gemacht. Und dankenswerterweise sozusagen alle Abteilungsleiter der Kunstfestspiele halten diesen Kurs zusammen. Produktion, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung und Dramaturgie. Und wir freuen uns auf das Publikum da, was erfahren möchte, wie man so ein Festival macht. Das Festivalzentrum haben wir ja letztes Jahr ein bisschen mal anders gestaltet. Und das hat uns allen so gut gefallen, dass wir Lucia von Rhein gebeten haben, das wiederzumachen. Die wird das noch ein bisschen aufhübschen, habe ich gehört. Bin mal gespannt. Und dann wird Thomas Friemel wieder mit der Freitagsküche kochen. Und es gibt die ja sehr beliebte Veranstaltung Kunst und Essen. Ich glaube insgesamt 4-mal. Darauf kann man sich auch schon jetzt freuen. Und wir machen wieder einen Podcast des Pudels Kern, wie letztes Jahr schon, diesmal glaube ich zu einem Stück, über das es viel zu reden gibt. Spafrika von Julian Hetzel und Tando Zele, und es ist ein Gespräch zwischen Julian Hetzel und der Wissenschaftlerin Nikita Dhawan, indischstämmig Postkolonialismus-Spezialistin aus Dresden. Die unterhalten sich mit Elisa Erkelenz und David Maria Gramse am 13. April in der Weinzeit in Linden und anschließend dann online bei uns und bei vielen anderen Medien zu finden dann. Ja, und dann bleibt mir noch, mich zu bedanken. In allererster Linie bedanke ich mich immer, sind wir auch in den richtigen Räumen bei der Stadtpolitik. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass dieses Festival in der Weise gefördert wird, wie es gefördert wird. Danke dafür und danke an die Zusammenarbeit, liebe Frau Bender. Danke auch den Förderern. Ohne Ihre Hilfe, Sie haben das vorhin ganz wunderbar gesagt, lieber Stefan, du hast es vorhin ohne die Treue, die ihr dem Festival gegenüber gezeigt habt, ständen wir heute nicht da, wo wir sind. Allen Förderern, es gibt eine, wenn Sie auf die letzte Seite schauen, der Broschüre, werden Sie sehen, so voll war die Seite noch nie. Wir bekommen immer mehr Förderer, Projektpartner, Kooperationspartner. Die Kunstfestspiele vernetzen sich immer mehr in der Stadt. Und das ist auch gut so. Wie gesagt, ohne zum Beispiel
haben sich am Schluss noch 5 Versicherungen, die Hannover Wohnungsbau, die Bingo Umweltstiftung, alle möglichen, haben sich noch bereit erklärt, ein bisschen zu helfen, damit Floating Earth stattfinden kann, was ich denke, wird zum Stadtgespräch werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bedanke mich auch bei den Herrenhäuser Gärten ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit, lieber Benedikt Pönsken. Bitte an Ihre Chefin, Frau Dr. Segert, die herzlichen Grüße zurückzubringen. Ja. Uns ist sehr bewusst, dass das wichtig ist, diese Zusammenarbeit, und sie läuft wirklich sehr gut und wir sind dafür sehr dankbar. Und wenn Sie jetzt dieses, ich möchte auch mal sagen, dass ich finde auch dieses Heft sehr gelungen. Ja. Es ist vor allen Dingen auch sehr professionell gemacht. Es ist wirklich sehr professionell gemacht. Überhaupt die ganze Art und Weise, wie das Team arbeitet bei den Kunstfestspielen, mich immer wieder hoch erfreut. Ich möchte mich an der Stelle ausdrücklich bedanken bei allen, die da immer mithelfen. Christoph Grasse, unser Geschäftsführer, der das alles zusammenhält, letztlich, ich meine das Geld. Es ist, man darf das nicht bei aller Konzentration, die auch wichtig ist, Fokussierung auf die Kunst, soll man das bitte nicht kleinreden. Das ist eine hochprofessionelle Organisation, die Kunstfestspiele. Für uns ist Gastgeberschaft wichtig. Für uns ist der ganz professionelle Ablauf des Festivals, der aus vielen, vielen Tausenden von Details besteht, sehr, sehr wichtig. Und das wird in einer Weise gemacht, die mehr Bewunderung abnötigt. So. Jetzt habe ich aber genug geredet. Liebe Frau Bender, danke für die Gastfreundschaft hier im Rathaus. Das nächste Mal, wenn wir hier sind, schwimmt da draußen ein großer Ballon. Vielen Dank.